Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Der Westen hat eigentlich rasch und auch sehr konzise reagiert. Sanktionspakete, Hilfszahlungen, auch Waffenlieferungen. Jetzt wurde das 10. Sanktionspaket beschlossen. Haben Sie den Eindruck, dass diese Maßnahmen, die sehr schnell, sehr gemeinsam, sehr konzertiert waren, den Kriegsverlauf beeinflusst haben? Zuerst muss man, glaube ich, einen Konsens hier herstellen. Ich glaube, das wird der letzte sein an diesem Abend. Aber natürlich, egal wie die Vorgeschichte dieses Krieges ist, ein Angriffskrieg Putins. Putin ist ein Kriegsverbrecher und die Russen haben die Ukraine überfallen. Also das muss man mal, glaube ich, das haben wir einen allgemeinen Konsens, um das auch mal klarzustellen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt seit 367 Tagen in Europa Leid, Mord und Vertreibung. Und wir müssen einfach schauen, dass es keine 500, das ist keine 1000, das ist keine 5000 Tage wird, sondern dass wir in Friedensverhandlungen gehen. Dass wir als Europäer das auch als Hauptbetroffene vorantreiben. Weil Amerikaner haben relativ wenig Interesse an Friedensverhandlungen. Die verdienen zurzeit an der Deindustrialisierung Europas. Die verdienen an den unterschiedlichen Preisen am Energiemarkt. Die verdienen an den Waffenlieferungen. Detto viele andere Länder dieser Welt. Weil das ist ja, sind ja keine Weltsanktionen oder umfassende Sanktionen, sondern sind eigentlich europäische Sanktionen, westliche Sanktionen. China pfeift drauf, Indien pfeift drauf, die Saudis pfeifen drauf, Israel pfeift drauf. Also das ist ja im Sinne nur europäische Sanktionen. Aber das Ziel muss sein, und gerade wir als neutrales Österreich haben ja eine Vermittlertradition zwischen den Blöcken. Das heißt ja nicht, dass wir moralisch völlig neutral sind, sondern wir sind in Kriegszeiten neutral. Und wir sollten uns als Friedenspunkt, als Verhandlungspunkt positionieren und nicht mit der NATO in den Kriegsverhandlungen. Die Frage ist immer, wie so ein Krieg endet. Das eine ist durch die militärische Niederlage einer Kriegspartei und das andere ist durch Verhandlungen, bei denen sozusagen jeder irgendwie noch gesichtswahrend raussteigen kann. Das sind im Prinzip die zwei Möglichkeiten. Und eine Frage dabei ist auch immer, wie lange hält der jeweilige durch? Die Ukraine hält durch, solange der Westen sie unterstützt. Und die andere Frage ist, wie lange halten die Russen durch? Da sagt jetzt Wassily Astrov, der Russland-Experte im Wiener Institut für internationale Wirtschaft, Vergleiche, dass Russland die Sanktionen bisher ziemlich gut ausgleichen kann, sodass die Fähigkeit, den Krieg zu führen, jetzt nicht mehr sagen kann, das dauert noch Monate, sondern eigentlich noch sehr lange Zeit. Ja, Russland hat ja Rekordeinnahmen beim Öl. Also so erfolgreich können die Sanktionen nicht sein. Also Beispiel Indien. Indien importiert 33 Mal mehr Öl als vor dem Krieg und verkauft dann indisches Öl zum viel höheren Preis nach Europa. Das ist natürlich völlig sinnlos, weil die europäische Bevölkerung drauf zahlt und Russland ja, wir müssen, sinnlos. Aber da denken wir mal als Europäer oder als Österreicher österreichisch, ne? Also Österreich zuerst in dieser Hinsicht. Aber es ist wirklich diese Friedenslösung ist das, was man vorantreiben muss. Und es ist ja auch sehr spannend, wenn man gestern das Wall Street Journal zum Beispiel gelesen hat, dass die Europäer rund um den britischen Premier, dann rund um den französischen Präsidenten Macron und um den deutschen Kanzler Scholz ja schon der Ukraine in Form von Präsidenten Zelensky mitgeteilt haben, Europa wird weiter Waffen liefern, Europa lässt Ukraine nicht im Stich, aber Zelensky hat in diesem Jahr noch Friedensverhandlungen aufzunehmen. Man wird die Ukraine so weit stärken, dass das muss ja auch der Sinn von Waffen liefern. Ich bin ja kein großer Gegner von Waffenlieferungen, solange es keine Langstreckenwaffen sind, solange es keine Flugzeuge sind, keine Langstreckenraketen, wo Zelensky Moskau erreichen kann, zur weiteren Eskalation, sondern das Ziel muss ja sein, und dieser Krieg wird ja nur enden, wenn sowohl die Ukraine wie die Russen einsehen, dass kein Sieg mehr zu erreichen ist, sondern einfach nur mein Bad. Und wir sind ja derzeit schon am Weg zum Bad, auch mit leichten Vorteilen der Russen derzeit, leider. Aber das muss das Ziel sein. Also Stefan Gadi, der Militärexperte, hat richtig gesagt, das Ziel muss sein, dass beide einfach nicht mehr können und auch kein Sieg mehr sind. Also dann wird man sich irgendwo auf einen Frieden einigen müssen, wo beide nachgeben. Aber derzeit ist sozusagen alles beim Alten. Die EU reagiert mit Sanktionen, einzelne Staaten reagieren damit, dass sie Waffenlieferungen in der einen oder anderen Form mehr oder weniger unterstützen. Frau Quint, das 10. Sanktionspaket war das schon, das da am Freitag beschlossen wurde, am Jahrestag des Kriegsbeginns. Und auch das wäre fast nicht zustande gekommen, weil es wieder in der Art und Weise, wie man vorgeht, so große Unterschiede gab. Wie lange wird denn diese Geschlossenheit, die wir jetzt ein Jahr lang gesehen haben, wie lange wird die möglich sein in der Europäischen Union und in dem, dass wir jetzt erstaunlicherweise wieder den Westen nennen? Naja, also der Westen ist mehr natürlich als die Europäische Union. Und wir wissen auch, dass wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht, dass wenn man sich nur auf die Europäische Union verlassen hätte, dann würde wahrscheinlich die Ukraine so nicht mehr existieren als souveräner Staat. Ja, es wird immer schwieriger werden und es wird noch schwerer werden. Aber ich glaube, Europa würde sich ein Gutes daran tun, sich
geschlossen zu zeigen, weil die Unterstützung seitens der USA hat ein Ablaufdatum, 2024 sind Wahlen. Und ja, natürlich wird es bröckeln, aber es gibt keine Alternative. Aber wenn es jetzt so ist, dass die amerikanische Hilfe ein Ablaufdatum hat durch die Wahl, wenn es so ist, dass es immer schwieriger wird, auch innerhalb der EU diese Solidarität aufrechtzuerhalten und die Geschlossenheit, ist ja eigentlich auch das spricht ja nur dafür zu sagen, solange wir es noch haben, müssen wir dafür sorgen, dass es irgendeine Form von Einigung gibt und irgendeine Form von Frieden gibt. Aber wenn das nur mehr bröckelt, wird es wahrscheinlich kaum einen Grund geben, vor allem für Russland, sich an die Verhandlungstisch zu setzen. Wer ist wir? Ja? Also, was mich ein bisschen daran stört, ist, wenn wir jetzt über den Kopf der Ukraine etwas entscheiden wollen würden, dann übernehmen wir das Narrativ Putins, der ja sozusagen sagt, die Ukraine ist kein souveräner Staat und ist sowieso die Marionette des Westens oder von wem auch immer. Aber gleichzeitig so zu tun, als könnte die Ukraine oder hätte die Ukraine auch über einen nennenswerten Zeitraum diesen Widerstand leisten können, den sie geleistet hat ohne westliche Unterstützung, ist auch naiv. Das wird auch niemand glauben. Das ist naiv, natürlich, aber dann können Sie nicht Europa ansprechen, sondern dann müssen Sie die USA mit ins Boot holen, ne? Weil Europa hat in dieser Sie Hinsicht meinen, eine sehr... dort wackelt die Unterstützung mehr eigentlich als in Europa? Ja. Mittelfristig jedenfalls. Herr Lander, Sie sind ja Bildungsbeauftragter für die Ukraine-Flüchtlinge. Wir kommen zur Flüchtlingssituation dann noch eigens, aber Sie sind ja mit vielen Vertriebenen in Kontakt. Ist diesen Menschen tatsächlich aus deren Sicht am meisten geholfen mit Waffen? Oder wie glauben die, dass es zu einem Frieden kommen kann? Also ich glaube, diesen Menschen ist am meisten damit geholfen, dass wir unverändert unsere unverrückbare, nicht nur Solidarität mit diesem eigenständigen Land bekunden, sondern wenn wir auch tatsächlich, hier bin ich ganz dabei, alles dazu beitragen. Mir ist noch wichtig anzumerken, Heimo Lepaschitz hat ganz recht, unstrittig, es ist ein erneuter Angriffskrieg Putins. Es gibt sozusagen eine klar schuldige und eine betroffene Seite. Was mir aber auch wichtig ist, im Konsens festzuhalten, weil das manchmal so im Subtext mitschrift, keine einzige Seite ist für den Krieg. Jeder ist für den Frieden. Ich sitze hier als Bildungsexperte, wenn man das überhaupt so selbst über sich sagen kann, bin kein Friedensexperte, noch viel weniger ein Kriegsexperte. Aber es ist schon wichtig festzuhalten, der Frieden ist allen wichtig. Nur ist die Frage, wie gerungen wird, wie kommen wir dorthin. Ich möchte ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es gibt keinen Krieg, der einzig am Schlachtfeld entschieden wurde. Ich glaube, alle wurden letztlich mit Verhandlungen entschieden. Beim Zweiten Weltkrieg würde ich fast sagen, dass die vollkommene Kapitulation des Deutschen Reiches sowas genau, wie ein militärischer Sieg war. Aber ich ziehe es wieder zurück. Ich habe schon angemerkt, ich bin weder Kriegs- noch Friedensexperte. Auf die Frage zurückzukommen, die Ukrainerinnen und die Ukrainer, und auch da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Quint, haben das Recht verdient, solidarisch an ihrer Seite zu stehen. Ich darf daran erinnern, dass wir uns, wurde gerade der Zweite Weltkrieg angesprochen, vor knapp 80 Jahren dazu bekannt haben, in einer Solidarität beieinander zu stehen. Natürlich stimmt es, die Ukraine hätte alleine keine Chance, aber das ist unser Verständnis. Ich glaube auch ein Pflock, der fest in unser gesellschaftliches Wissen wieder hineingehört, dass wir solidarisch auch mit diesen Staaten sind. Und wenn die Ukraine den Wunsch hat und den nachvollziehbaren Wunsch, als eigenständig in ihren Grenzen, in den ursprünglichen Grenzen erhalten zu bleiben, dann finde ich, erwächst im Westen so etwas wie eine tatsächliche Verpflichtung, sie dabei zu unterstützen. Was diskutiert wird, ist in erster Linie eher diese Art von Blankoscheck zu sagen, was immer ihr wollt, ihr entscheidet das. Das ist etwas, was zum Beispiel Erich Vater, der deutsche General, sagt. Natürlich muss man einen Angegriffenen unterstützen, aber einen Blankoscheck auszustellen, ohne zu wissen, was dann das Kriegsziel ist, das dahinter steht, dass man unterstützt mit solchen Waffenlieferungen, das ist natürlich auch schwierig. Ganz klar, auf der anderen Seite unverrückbar die Anmerkung, ich halte es da ganz mit der Außenministerin, die das, manche nennen es populistisch, ich finde es gut auf den Punkt gebracht hat, nämlich auf Englisch, ich versuche es frei auf Deutsch zu übersetzen, wenn Russland aufhört zu kämpfen, dann endet dieser Krieg und wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann endet die Ukraine. Das heißt, genau zwischen diesen beiden Positionen tatsächlich wird wahrscheinlich im Moment gerungen und ich respektiere auch die Sichtweise, dass man sagt, na, so früh wie möglich verhandeln, finde allerdings den Punkt, den ich vorher versucht habe auszuführen, nämlich das Recht auf eine Eigenständigkeit und auf eine Unversehrtheit auch der eigenen Grenzen, tatsächlich das wertvollere Recht. Was wäre denn die Botschaft, um das noch anzumerken? Die Botschaft, jetzt zu früh in Friedensverhandlungen einzugehen, quasi Putin, was möchtest du, wie das Frau Schwarzer, finde ich, ein bisschen seltsam als arabischer Markt bezeichnet hat in einem Bildgespräch, glaube ich. Das ist ja auch eine Subbotschaft, der Stärkere kann in unserer Weltgemeinschaft machen, was er will. Ja, sich den Schwächeren krallen und da muss, glaube ich, eine Weltgemeinschaft im Bewusstsein dessen, wie grässlich das vor 80 Jahren war, aufschreien und auch klare Grenzen ziehen. Problem ist ja nur, dass das ein gewisses heuchlerisches Potenzial drinsteckt, weil es an sehr vielen Orten der Welt passiert genau das und niemand kümmert es nicht.
Also wenn man mal sich anschaut, wie viele Staaten die USA in den letzten Jahrzehnten überfallen haben und wenn die USA dann sagen, es gibt unverrückbare Grenzen und das Recht des Stärkeren gilt jetzt nicht, weil es das heuchlerisch. Ne? Das muss man jetzt ganz kurz noch und muss etwas sagen. Und Frau Baerbock, also Entschuldigung, jemand, der sich der 360-Grad-Wende von Herrn Putin verlangt und wir müssen auch den Ländern beistehen, die hunderttausende Kilometer von Deutschland entfernt sind. Also das, ich weiß nicht, ob man uns von dieser Frau einen dritten Weltkrieg führen lassen soll. Wahrscheinlich nichts daran ändert, dass dieser Satz vollkommen richtig ist. Wenn Russland aufhört zu kämpfen, endet der Krieg. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, endet die Ukraine. Ich glaube, an dem Satz kann man wenig falsches absolut, finden. Das sagt ja auch keiner. Ich sage auch, dass man Waffen so liefern muss, weil man kann natürlich nicht die Russen brandschatzen und morden durch die Ukraine ziehen lassen, umgeschaut. Das wird ja niemand bestreiten, dass den Herrn Kadyrov mit seinem Tschetschenen-Mob niemand an der NATO-Grenze, an der polnischen Grenze oder irgendwo in Europa braucht. Da wird es, glaube ich, auch einen Konsens darüber geben. Aber wenn ich mir anhöre, zum Beispiel den österreichischen Außenminister Schallenberg, der die chinesische Initiative, von der kann man halten, was man will, kommentiert mit, jetzt ist nicht die Zeit für Friedensverhandlungen. Wenn ein Krieg läuft, ist immer die Zeit für Friedensverhandlungen. Welche Abgehobenheit dieser Elitenblasen ist denn eigentlich, da sterben Menschen, da muss jeder Versuch ist ein Versuch wert. Das kann ja auch scheitern. Das heißt ja nicht, dieses Narrativ, diese Erzählung, dass wenn man für Frieden ist, automatisch Putin nachgibt, das ist auch ein Blödsinn. Ne? Das wird sich trotzdem irgendwo ein Mittelweg finden müssen, weil Russland wird zum Beispiel die Krim nicht hergeben. Das ist der Standpunkt der Schwarzmeerflotte. Das war auch bis 1954, glaube ich, russisch. Und hat Chruschtschow, der Ukrainer war, der Ukraine als de facto Geschenk übermittelt. Das wird nicht passieren. Da kann man jetzt sagen, das ist jetzt die große Moral und die Grenzen sind unverrückbar. Es gibt in Europa, das kann man jetzt gut finden, schlecht finden, es ist natürlich schlecht, aber die Grenzen Europas sind nicht unverrückbar. Ne? Wie als Österreicher zum Beispiel Südtirol ist auch eine Unrechtsgrenze, aber kein Österreicher wird man sagen, wir marschieren in Italien ein Kosovo und kassieren Südtirol. Kosovo ist auch ein Beispiel, ne? Das noch ein bisschen jünger als Südtirol zum Beispiel. Nicht? Ja, aber es sind zum Beispiel auch die USA, die sagen, Hawaii ist annektiert, ne? Es ist Puerto Rico annektiert. Wann kommen denn die USA, Hawaii und Puerto Rico zurück? Das ist doch einfach nur Heuchlerei. Sie hören sich jetzt aber so an, als hätten Sie mit Putin gesprochen und er hätte Ihnen verraten, was er denn will. Nein, aber schau, Sie wissen es ja genauso wenig wie ich, nur ich würde mit ihm darüber reden, was er will. Ne? Und wenn man es in Ferndiagnose mit Hand auflegen wird, ja wird nicht passiert. Ne? Es wird ja regelmäßig man versucht. Muss diese Chancen nutzen, auch wenn man keine hat. Aber zu sagen, wir reden mit niemandem und wir lassen die Ukraine, wir kämpfen aber alle bis ja zum nicht, letzten Ukrainer, das ist einfach ein Wahnsinn gegenüber den Ukrainern. Ne? Man kann nicht das Volk ausbluten lassen wegen besserer Moral. Aber es gibt die erste Schritte. Interessanterweise wiederum hat Österreich einen Schritt gesetzt, nämlich als Veranstalter des dieswöchigen OSZE-Gipfels einen Vorstoß gemacht und russischen Diplomaten Visa ausgestellt, damit sie teilnehmen können. Weil die Österreicher keine andere Wahl gehabt haben nach dem Völkerrecht. Also Schallenberg hätte ja gar nicht anders können, wenn er gewollt hätte nach Völkerrecht. Das ist worauf die Ukraine ihre Teilnahme abgesagt haben, es haben dann Teilnehmer den Saal verlassen. Die Frage ist, wenn man solche Dinge nicht tut, Herr Koopmans, kann man dann irgendwann auf einen Verhandlungsweg kommen? Ich glaube, es geht erstmal darum, wie man diesen Krieg überhaupt deutet. Also Sie deuten diesen Krieg als einen Krieg zwischen zwei Machtblöcken, also die USA und Russland, ein Stellvertreterkrieg. Und das ist dieser Krieg nicht. Dieser Krieg ist ein Angriffskrieg eines Großmachtes auf eine, zwar nicht perfekte, aber doch auf eine Demokratie in Europa, gegen das internationale Recht. Also es geht hier um einen Kampf. Nicht zwischen Amerika und Russland. Es geht hier um einen Kampf zwischen Demokratie und Diktatur. Es geht hier um einen Kampf um die Einhaltung der Regeln und der Normen und der Gesetze des internationalen Rechtes. Und da kann Österreich nicht sagen, wir sind da neutral. Wir stehen irgendwie zwischen Diktatur und der Demokratie. Und ja, wir sind irgendwie zwischen der Einhaltung und zwischen dem Brechen des internationalen Rechtes. Nein, da muss es klar sein, auf welche Seite man stehen muss. Und es ist nicht jederzeit in einem Krieg der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen. 1940 war bestimmt nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen mit den Nazis. Das hat der Rudolf Hess dann versucht mit seinem Flug nach Großbritannien. Und da sind die Engländer richtigerweise nicht drauf eingegangen. Natürlich war das nicht der Zeitpunkt. Man hätte in 1944... Aber es gibt keine besseren Argumente als das Nazi-Argument. Das ist doch etwas schon so abgedroschen. Ich gebe Ihnen ja recht, es ist mit Sicherheit, auch das, was Sie sagen, ein Angriffskrieg auf eine
sehr korrupte, aber doch Demokratie. Und es ist genauso aber auch mittlerweile ein Stellvertreterkrieg, weil sich die einfach die NATO Richtung Russland bewegt hat, im Gegensatz zu den 1990er Zusagen, die ja mittlerweile bewiesen sind. Also ganz so ist es nicht. Natürlich ist es ein Kampf um Macht. Staaten haben keine Moral, Staaten haben Interessen. Und das sagen gerade die Amerikaner. Wir erinnern uns an die Amerikaner, die Massenvernichtungsmittel im Irak erfunden haben und das in der UNO noch vorgetragen. Also der Weltgemeinschaft, da haben, und dann da haben den Irak sich Deutschland und Österreich dagegen die den gestellt. Die den Saudis erklärt haben, es gibt eine riesige irakische Einmarscharmee, die an der Grenze wartet und die Satellitenbilder gefälscht haben, damit sie die Stützpunkte in Saudi-Arabien kriegen. Also bitte. Also, ich meine, es geht und da haben wir uns doch auch dagegen gestellt. Einige also, Österreich war auch damals neutral. Man kann doch das nicht ausspielen gegeneinander. Wir sprechen hier jetzt über Russland und nicht über die Amerika. Wir sprechen über eine geopolitische Lage. Ne? Und nur geopolitisch wird das entschieden werden. Das aber, wird nicht Österreich entscheiden. Aber die Frage Österreich ist, ob die Argumente, wenn man in einem Fall ein Argument ganz stark macht, ob man dann nicht sagen, damit es auch wirklich gut wirkt moralisch, im anderen Fall auch das gleiche Argument selber irgendwie hätte gelten lassen müssen. Darum geht es dann, glaube ich, eher. Wenn jemand sagt, das sind unverrückbare Grundsätze, man weiß aber, dass er diese Grundsätze noch vor kurzem selber gebrochen hat, dann ist das Argument meistens nicht so stark. Ja, aber auch da ist es doch noch schon ein Unterschied, ob die USA damals internationalen Recht gebrochen haben gegen einen Diktator Saddam Hussein, der auch seine eigene Menschen ausgemordet hat und auch selbst das internationale Recht gebrochen hat, oder einen friedlichen Staat, der nichts gemacht hat, der von einem Großmacht überfallen wird. Ich und der zumindest in Ansätzen eine Demokratie ist. Das ist doch schon auch was anderes. Das ist ein Grundsatz. Ich glaube, auch über den sind sich alle einig. Ich möchte jetzt nur von der Moral noch ein Stück zur Pragmatik kommen, weil die Frage, wenn man sagt, es geht darum, dass die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt wird. Das ist das Ziel, das Kriegsziel, wenn man so will, des unterstützenden Westens für die Ukraine. Und man muss davon ausgehen, was Herr Lepuschitz sagt, dass wenn das einschließt, die militärische Rückeroberung der Krim von Russland, dann muss man einfach pragmatisch die Frage stellen, geht man dieses Risiko ein, dass dann eine Eskalation ist, die auch am Ende in einer nuklearen Katastrophe enden kann, muss man nicht? Natürlich auch also über das Spiel, das gespielt wird, auch im Klaren sein. Das ist ja gar nicht gesagt, dass das nicht eine Abmachung sein könnte, dass man zu der Status quo ante vor dem Angriffskrieg zurückkehren würde und vielleicht auch eine Anerkennung der Krim international. Aber wenn man das jetzt schon sagen würde, wenn Biden das sagen würde, wenn Scholz und Macron das sagen würde, wenn Zelensky das sagen würde, dann hätte Putin das schon mal in der Tasche. Darüber braucht er nicht mehr zu verhandeln. Also worum es geht, und das ist, denke ich, ganz wichtig, das ist jetzt nicht nur ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Das ist ein Krieg, der auch bestimmen wird, wie es in der Welt weitergeht. Und das ist auch ganz wichtig. Man kann sagen, wir beenden jetzt das Sterben in der Ukraine, dadurch, dass wir einfach zugeben. Aber dann, was wird passieren? Was wird China dann tun in Bezug auf Taiwan? Ich finde es gut, dass wir jetzt nicht nur Krieg zwischen Russland und Ukraine, sondern auch über die zwischen den Blöcken. Nein, zwischen den Blöcken. Es ist ein Signal. Wenn Putin hier wegkommt mit Territorialgewinne. Es ist jetzt gerade schwierig mit der Stringenz bei Ihnen. Mit etwas mehr. Hervorragend Stringenz. Mit etwas mehr als der Status quo ante. Wenn man kein Argument hat, dann ist das ein Signal an den Iranern, an der Türkei, an China und an anderen Autokratien der Welt, dass sie schamlos das internationale Recht brechen können und damit wegkommen können. Aber die Türken bombardieren doch gerade die Erdbebenopfer im kurdischen Bereich und in Syrien und sind NATO-Mitglied und sind EU-Beitrittskandidat. Wo ist da der Unterschied? Aber wo ist denn die Moral? Da ist kein großer Unterschied. Ja, eben. Ich möchte einen ganz kurzen Schlenker nach Österreich noch machen, denn hier gibt es einen, der steht jedenfalls ganz fest zu Ukraine, nämlich unser Bundespräsident. Hören wir uns den vielleicht kurz an. Today I assure you, Austria will continue to stand in solidarity with Ukraine for as long as it takes. We are with you. Sie auch, Herr Lepuschitz, as long as it takes. Absolut, ich bin ja kein großer Freund des Bundespräsidenten, aber gebe ich Ihnen recht. Und Österreich steht ja auch fest an der Seite der Ukraine, wenn man denkt, wie viele Flüchtlinge wir aufgenommen haben, und zwar in einem allgemeinen Konsens, da ist niemand dagegen. Das ist eine großartige Leistung der Österreicher, gleich wie 56 Ungarn, wie 68 die Tschechen. Wenn man sagt, Hilfe vor Ort, und wir brauchen nicht Flüchtlinge aus tausenden Kilometer Entfernung, aber Nachbar in Not, Hilfe vor Ort, da stehen wir zusammen, dann ist das völlig richtig. Das heißt aber nicht, dass wir das österreichische Parlament vor kurzem 102 Millionen Euro beschlossen hat für Panzerlieferungen. Dass Österreich Waffenlieferungen finanziert, ist Verfassungsbruch, auch wenn man es über den Umweg der Friedensfazilität in der EU macht. Servus TV on, die Video- und Streaming-Plattform.